Ah, hallo ihr Lieben, grüßt euch, herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus, ihr wisst schon wer, der Kaufmann und der Papagei, genau, und heute, ich habe extra dieses Hemd angezogen, denn heute heißt die Geschichte, das Hemd des glücklichen Menschen. Ein Kalif lag sterbenskrank in seinem seidenen Kissen. Die Hakimus, die Ärzte seines Landes, standen um ihn herum und waren sich einig, dass nur eines dem Kalifen Heilung und Rettung bringen kann, das Hemd eines glücklichen Menschen, das dem Kalifen unter den Kopf gelegt werden müsse. Boten schwärmten aus und suchten in jeder Stadt, in jedem Dorf und in jeder Hütte nach einem glücklichen Menschen. Doch alle, die sie nach ihrem Glück fragten, hatten nur Sorgen und Kummer. Endlich trafen die Boten, als sie ihre Hoffnung schon aufgeben wollten, einen Hirten, der lachend und singend seine Herde bewachte. Ob er glücklich sei? »Ich kann mir niemanden vorstellen, der glücklicher ist als ich«, antwortete der Hirte lachend. »Dann gib uns dein Hemd«, riefen die Boten. Der Hirte aber sagte, »Ich habe keins.« Diese dürftige Botschaft, dass der einzige glückliche Mensch, den die Boten trafen, kein Hemd hatte, gab dem Kalifen Anlass zum Nachdenken. 3 Tage und Nächte ließ er niemanden zu sich kommen. Am 4. Tage schließlich ließ er die seidenen Kissen und seine Edelsteine unter dem Volk verteilen und, wie die Legende erzählt, war der Kalif von diesem Zeitpunkt an wieder gesund und glücklich. And now the story in English and this wonderful T-shirt is important for the story today. Then the story is called The Shirt of a Happy Man. A caliph lay deathly ill on his silk cushions. The hakims, the physicians of his country, stood around him and agreed that only one thing could bring the caliph healing and salvation. Placing under his head the shirt of a happy man. Messengers swarmed out looking in every city, every village, and every cottage for a happy man. But everyone they questioned had nothing but sorrows and worries. Finally, after giving up all hope, the messengers met a shepherd who laughed and sang as he watched his herds. Was he happy? "I can't imagine anyone happier than I," the shepherd replied, laughing. "Then give us your shirt," cried the messenger. But the shepherd replied, "I don't have one." This pathetic news that the only happy man the messengers had met did not own a shirt gave the caliph cause for thought. For 3 days and 3 nights, he did not allow anyone to come to him. Finally, on the 4th day, he had his silk cushions and his precious stones distributed among the people. And as the legend tells, from this time on, the caliph was again healthy and happy. So this is a very fine story to think about. What are the cushions and the stones that you have in store and that might help to keep you ill and to keep you unlucky. So maybe it's Zeit to give away ein paar von deinen
Sachen und to make andere Menschen glücklich, so that you selber wieder glücklich werden kannst. Woo! Come back tomorrow for a new story out of The Merchant and the Parrot, Oriental Stories as Tools in Positive Psychotherapy and Orientalische Geschichten in der positiven Psychotherapie aus der Kaufmann